Ja, moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Plugin-Vorstellung. Wie ihr in der Überschrift schon lesen könnt, dreht sich heute alles um Movecraft. Was ist Movecraft genau? Ihr werdet es in dieser Review oder diesem Infovideo-Tutorial erfahren. Ja, wie es der Name schon sagt, bewegt es irgendwas. Und nicht nur irgendwas, sondern Schiffe, Boote, Flugzeuge, Autos, Züge und vieles, vieles mehr. Auch UFOs, Bomber und noch weitere Sachen. Als erstes geht ihr natürlich wie immer auf den Download-Link in der Beschreibung. Da kommt ihr zu bucket.org, downloadet euch dies hier. Hier könnt ihr auch nochmal einige andere Sachen nachlesen. Ist auf Englisch, könnt ihr natürlich auch auf Deutsch übersetzen, mache ich jetzt aber nicht. Dann, sobald ihr diese Datei habt, geht ihr in euren Minecraft-Server, in Plugins, packt diese Datei da rein. Ich habe dies jetzt schon getan, deswegen, ich will die nämlich nicht immer rausmachen, weil dann gibt es immer ein paar Probleme mit der Welt. Ja, lasst den Server kurz durchrushen. Rushing. Ja. Das dauert wieder bei mir kurz, ihr wisst ja wegen den Plugins, ich sollte mir wirklich mal einen internen Server erstellen, nur für die eine Plugin-Vorstellung immer. Stoppen wir das Ganze nun. Ich werde euch nun nach dem Infovideo zeigen, wie man das Ganze nun in-game macht. Sobald ihr das gemacht habt, diesen Server wieder gestoppt, hat sich natürlich ein neuer Ort da regeneriert. Wenn ihr dort reingeht, findet ihr diese ganzen Dateien. Machen wir nun mal das erste auf bei Airship zum Beispiel. Da wird bei euch nun stehen maximal Blocks 1000. 1000 ist aber relativ klein. Sprich, da könnt ihr nicht mal ein halbwegs ordentliches Flugzeug bauen. Ich habe jetzt das Ganze auf 100.000 geändert, könnt ihr einfach so umstellen. Zum Beispiel zu 3, könnt ihr 1 Million machen oder immer mehr. Diesen Blocks könnt ihr verwenden dafür, die würden funktionieren. Ich sage die IDs guckt nicht nach, hier könnt ihr den Speed verändern, habe ich zum Beispiel gemacht. Normal ist es Speed 1, jetzt habe ich das Speed 10 gemacht. Dann, ja, ansonsten kann es fliegen, ja, und dann was hier halt kommt, wenn ihr das Ding einsteckt. Hier sind jetzt halt auf Englisch, your Airship, your Release Control Panel. Ja, das Ganze könnt ihr natürlich auch beim Boot hier alles einstellen. Oder beim Zug. Oder auch beim Fahrzeug, ja. Hier zum Beispiel, can navigate, ja, it's terrestrial, ja, obeys gravity, ja. Könnt ihr halt alles einstellen. Zum Beispiel könnt ihr jetzt einstellen, ja, you're good to go, you blew up, 7. Könnt ihr zum Beispiel einstellen, ja, okay. Ja, sie haben das Auto betreten, sie verlassen das Auto, könnt ihr natürlich auf Deutsch einstellen. Ich lasse es jetzt einfach mal so. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Das Ganze geht natürlich auch beim U-Boot und alles. Ja. Hier ist es halt nur kein Dive. Hier könnt ihr natürlich auch umstellen auf Forts, finde ich aber ein bisschen blöd bei einem U-Boot, wenn es nicht fahren kann, wenn es nicht tauchen kann oder bei einem, Flugzeug, das nicht fliegen kann. Ich wollte euch, wie gesagt, das halt nur, raten, dass ihr diese maximalen Blöcke einstellt und vielleicht den Speed noch, den Rest würde ich also lassen und halt, oder halt diese Control-Ansagen könnt ihr auch noch ändern. Ja, wenn ihr das alles gemacht habt, wär's eigentlich schon von der Plugin, vom Installationsvideo. Mehr gibt's dazu von der Config halt nicht viel mehr zu sagen. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns gleich wieder in-game, wo ich euch nun zeige, wie ihr die Befehle benutzen könnt, wie ihr das bauen solltet und wie das Ganze nun richtig funktioniert. Bis gleich, Leute, und ciao. Ja, willkommen Leute, zurück zu einem neuen Plugin-Vorstellungstutorial und wie ihr an der Überschrift schon erkennen könnt, geht es um den Plugin Movecraft. Ja, was fügt Movecraft eigentlich hinzu? Im Grunde genommen, ja, die Vögel gehen mir gerade richtig auf den Sack, das muss ich hier mal runterstellen, so. Im Grunde genommen geht es eigentlich um Fahrzeuge, Flugzeuge und so, Züge zum Beispiel, U-Boote, Boote, das ist jetzt, nein, das ist kein UFO, das ist ein ganz einfacher Bohrer. Ja, darum geht es ja eigentlich so richtig in Minecraft, dass es das halt alles hinzufügt und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch nun. Nach dem Installationstutorial, was ihr jetzt schon gesehen habt, da könnt ihr in der Config, wie gesagt, einstellen, wie groß das Ganze hier ist, das habe ich euch ja wie gesagt schon gezeigt. Und ja, ich habe jetzt hier dran an der Config nur halt auf 10.000 hochgestellt. Ja, wir sind jetzt allerdings nicht auf meinem privaten Server, sondern auf meinem Online-Server. Das hat den Grund, weil ich euch das da einfach nicht zeigen konnte. Wie man da diese Dateien hochlädt, das ist zu kompliziert, euch das genau zu erklären alles. Da mache ich vielleicht auch mal ein Tutorial. Ich bin gerade auf Nitrado-Server, auf dem privaten. Ja, da ist ein Flugzeug, dazu kommen wir dann auch noch und das gibt es auch in der Extreme. Als erstes nun, was ihr braucht. Ihr braucht zum Beispiel ein Vehikel. Sagen wir jetzt, wir fangen am besten gleich mal mit dem Bohrer hier an. Dazu müssen wir jetzt hier rein. Das ist ganz, was erst, was richtig, was am wichtigsten eigentlich ist, ist das. Warte mal, ich brauche Holz und das Wichtigste ist erstmal, dass ich Speed runterstelle. So,
Also, das Wichtigste, was ist, es darf nichts davon auf dem Boden sein. Weil dieser Plugin, der guckt dann immer, wie viele Blöcke nun da sind, die er transportieren muss. Wenn es auf dem Boden sitzt, geht natürlich nicht, weil er die ganze Welt mit transportieren müsste. Das geht natürlich nicht. Denn ich habe es jetzt eingestellt, dass wir maximal 10.000 Blöcke sind. 10.000 Blöcke habe ich deswegen eingestellt, gerade wegen Flugzeuge, weil die mal etwas größer sind. Ich sage euch dann, dass man es auch mal übertreiben kann. Denn ich habe mal ein Flugzeug gebaut, das, das ist abnormal einfach. Das ist jetzt einfach mal schnell hergebaut worden. Das habe ich jetzt nicht wirklich Mühe gegeben. Das war jetzt einfach nur dazu da, zu Demonstrationszwecken, dass ich euch das jetzt schnell mal zeigen kann, wie das Ganze aussehen, also wie das Ganze funktioniert. Innenausbau habe ich jetzt hier auch nichts gemacht. Das war jetzt einfach nur schnell mal hingezimmert, damit ich euch die Befehle zeigen kann. Natürlich, wenn ihr jetzt hier /help-movecraft eingibt, passiert nicht. Da kommt Command von Movecraft und mehr nichts. Also, was ihr nun eingeben müsst, ist beim Drill. /Drill einfach. Da kommen dann die Commands, die ihr braucht. Also, da steht natürlich, wir können das Ganze einem Namen geben. Das machen wir jetzt nicht. Dann machen wir jetzt einfach /drill-drive. Das ist eigentlich das Wichtigste. Ja, so. Wenn wir jetzt /drill-info, das habe ich noch gar nicht getestet. So, dann sieht er jetzt using 76 von 1000 Blöcken, Minimum 20, maximal Speed 1, 41 Data Blocks, nur komplex und so weiter. Engines 9, Drill Bits Drill, ja, das steht halt alles. Was ihr nun braucht, ihr nehmt jetzt einen Stock in die Hand und fahrt. So, ihr seht jetzt, ich krieg da meine Blöcke. So, so. So, ich kriege jetzt hier gerade meine Blöcke. Dieser Bohrer funktioniert nämlich folgendermaßen, das kann ich euch jetzt hier direkt mal zeigen dran. Er funktioniert mit Diamantblöcken. Hier seht ihr, jetzt hatte schon ein ganz schön großes Gebiet hier fertig weggemacht. Ihr seht, ich kriege auch die Blöcke davon. Hier könnt ihr es jetzt nochmal sehen, ihr müsst nämlich mindestens einen Diamantblock und dann dieses Ding machen. Trotzdem muss es eins oben sein, sonst könnt ihr das Ganze nicht bewegen, das geht dann nämlich runter. Drill Control Release, ja, das machen wir jetzt aber nochmal, /. Und da muss ich jetzt nochmal hier hin. /drill. Drill. Ich will nochmal ausprobieren, ob das jetzt geht. The Drill. Waterproof. Achso, ja, okay. Also das zeige ich euch am besten am nächsten. Das hier, ihr seht jetzt natürlich, der Bohrer ist aufgesetzt. Was tun wir da natürlich? Wir machen hier da einen Punkt. Und hier müssen wir uns jetzt ein bisschen hochbauen. Machen da einen Punkt, das kann ich euch gleich mal zeigen. Und wie man das jetzt nun aufsetzt, damit man nicht alles nochmal hochmachen muss, muss man Move 1. Und ab hinschreiben. Ihr seht, jetzt geht es eins hoch. Diese Blöcke habe ich jetzt ganz bewusst nicht mit kopiert, da, ja, das ging einfach sonst nicht. Ist das Problem. Und da der Bohrer dann natürlich noch unten eins oben hat, so, machen wir da noch einen. Dass wir praktisch noch unten halt diese Dinger hin müssen, müssen wir das Ganze jetzt nochmal um eins hochschieben. Praktisch das gleiche nochmal. So. Jetzt kommen wir da unten, nämlich die schönen Blöckchen dran machen. Das sind diese hier. Die hängt ihr dann einfach beispielsweise jetzt hier unten so dran. Ich würde euch immer so 9 insgesamt empfehlen, da das am besten halt von der Größe ist, damit ihr da 9 Blöcke gleichzeitig fertig machen mit könnt. Sieht aus, funktioniert wirklich an alles und durch, das ist nämlich oben. Ja, als nächstes kommen wir zum Train, den finde ich ganz witzig. Ihr fragt euch natürlich, wofür braucht man einen Train, man hat einen Minecart. Ja, das ist deswegen, ihr könnt mehrere Leute drin transportieren, braucht ihr kein Minecart. Ja, praktisch, ihr sitzt jetzt hier drinne, gebt /Train ein. Und da kommen dann natürlich die ganzen Befehle. Wir geben jetzt beispielsweise Train Conduct so ein. So, jetzt machen wir wieder /Train Info. Das ist immer gut, damit man sehen kann, wie viele Blöcke das hat. Das ist ja jetzt 358 von 10.000, nee, von 100.000 habe ich eingestellt. Speed ist 10, sprich 10 Blöcke pro Klick sozusagen. Und ja, jetzt. Ja, das ist jetzt ein bisschen buggy. So. Können wir uns jetzt beispielsweise bewegen. So, das ist jetzt wieder der Bohrer. Was wir jetzt auch noch eingeben können, das habe ich mir hier auch mal aufgeschrieben. Wir können das ganze Ding nämlich drehen. Zum Beispiel /train turn around. Jetzt wird das kurz dauern. Irgendwie will das gerade nicht. Mag mich von nicht. Na egal. Wir gucken uns jetzt mal die weiteren Befehle ein. Ja, das will irgendwie nicht so richtig. Jetzt kann man Train Size of the Train in the Block. Set the Train's Name. Ja, Train Name kennen wir ja schon. Jetzt zeige ich euch das nächste.
Train Remote. Viele kennen das Ganze ja zum Beispiel schon. Remote Control. Oh ja. Ja, wartet. Da muss ich so. Das kann ich jetzt zum Beispiel von außen steuern. So beispielsweise. Finde ich ganz witzig. Und wenn ihr das ganze Ding einfach verlassen wollt, slash train release. Seht ihr da oben auch nochmal alle Befehle. Jetzt last stop. So, fertig. Ja, ich mache jetzt hier auch direkt mal wieder Tag. Dazu können wir gleich, kann ich gleich noch ein bisschen Werbung machen. Nee, Spaß. Ja, ich habe jetzt gerade meinen Grog-Ordner wieder drin, die meisten wahrscheinlich von mir kennen. Das Video hat jetzt schon über 10.000 Aufrufe und über 100 Likes. Dafür möchte ich nochmal schnell Danke sagen, Leute. Und ja, bei mir sieht ja wirklich, funktioniert alles. Einer hat jetzt ein paar haben jetzt nochmal rumgestritten wegen too many items, dass es nicht funktionieren sollte. Bei mir funktioniert es einwandfrei. Es sind noch alle Blöcke da, wie ihr sehen könnt. Und ja. Ansonsten, ich habe euch da auch keinen Fail reingetan, ja. Ja, jetzt müssen wir den Train natürlich dann nochmal wegkriegen. Ah ja, jetzt kann ich das ja auch nochmal gleich demonstrieren. Hier unten ein Block. Und ihr seht halt, das geht mit mehreren Waggons. Das heißt, wenn ihr euch jetzt mal entschließt, so einen riesigen Zug zu machen, ja, eins ab, mit, weiß ich, 10 Waggons, dann geht das. Ja, ich muss den Zug jetzt erstmal hier weiter wegfahren, damit das jetzt, ja, nicht mein Auto behindert. Das tut mir jetzt leid, dass ich das mal. Ihr seht ja, ihr dürft nämlich auch keine Türen, ist das Problem. Ja, wenn ich hier mal reinkommen würde. Ey, Alter, fickt euch. So, ja, ich habe jetzt hier ein Schimpfwort gesagt, das ich nicht sagen darf. Slash Train Conduct. Oh, was hab ich denn da für ein Conduct? So, okay. Fahren wir jetzt da. Wir fahren das jetzt da mal. So. Wir fahren das jetzt einfach mal ein bisschen weg da. So, jetzt dürfte es doch eigentlich weit genug weg sein. Oh, machen wir noch ein bisschen. So, das dürfte jetzt eigentlich reichen. Wir sind jetzt ein paar Blöcke nach vorne gekommen, das reicht für das Auto. Ja, was ich mir jetzt schon mal eingefallen lassen habe, damit man hier reinkommt, ist einfach so ein Holztreff zu bauen zur Tür, dann da reinzusteigen und das einfach wegzuklappen. Dann dürfte das Ganze auch gehen. Ich habe jetzt hier einfach einen kleinen Bus mal hingesetzt, das ist jetzt nichts Großes. Das Stop. Ja, das kommt vom Zug, wenn das Ding da ist, letzter Halt. Jetzt, das ist eigentlich das Einfachste, da muss man einfach slash car drive eingeben, aber jetzt zeige ich es einfach mal. So, drückt ihr das Ganze, slash car drive heißt das Ganze, damit ich nicht die ganze Befehle merken muss, geht es einfach so. Jetzt, ja okay, jetzt kommen wir wieder slash car info, das mache ich bei jedem Auto, jetzt zeige ich das einfach mal, damit ihr seht, wie groß die Dinger mal sind. Ja, das hat jetzt zum Beispiel 225 Blocks, heißt es ist noch gut im Rahmen. Ich habe es vielleicht bei dem Train etwas übertrieben. Ihr seht, es funktioniert. So, man fährt jetzt zum Beispiel. Und jetzt kann man zum Beispiel slash car turn left eingeben. Ja, das ist das Problem an dem Ding. Sprich, war, ich muss da jetzt rein, ich muss da rein, ich muss da rein. Ach gut. Und zwar ja, erstens, ich habe die ganzen Dinger jetzt wieder bekommen. Das ist nämlich das erste Problem, wenn ihr so ein Ding dreht. Und zweite Problem, ihr müsst genau in der Mitte stellen. Deswegen würde ich euch raten, macht immer, zählt das am Anfang ab, wenn ihr so ein Ding baut und macht da so einen Punkt hin. Und dann, falls ihr einen öffentlichen Server habt, würde ich euch raten, sagt, macht den Leuten so ein Tutorial oder Beschreibung. Stellt euch, ihr müsst, wenn ich schreibe dann mal den Chat, Achtung, turn right oder turn left. Und dann müssen sie sich innerhalb von 10 Sekunden auf den Block stellen. Wer es nicht macht, fliegt raus. Bei einem Flugzeug ist das vielleicht nicht so gut, wenn die da rausfliegen. Deswegen solltet ihr mal eine ordentliche Vorwarnung mit ein bisschen Zeit haben zu reagieren. Ja, und wer nicht in den Chat achtet, der hat Pech gehabt. So ist es meine Achtung immer. Ja, so funktioniert das Ding eigentlich auch soweit wieder. Mehr ist dazu eigentlich, das Ganze kann man auch mit Left, Right machen. Und ja, das war es eigentlich soweit schon vom Auto. Jetzt setzen wir das wieder hoch. Jetzt war es nämlich noch nicht vom Tutorial, das war es der Anfang. Slash Move 1 ab. Ja, ich will das nämlich gleich erstmal wieder hoch machen. Das tut mir leid, dass ich das jetzt im Tutorial machen muss, ich will das jetzt alles hoch machen. So, nachdem wir jetzt natürlich Autos, Trains und Bohrer gemacht haben, kommen wir nun zu eigentlichen Flugzeugen oder UFOs. Ja, Flugzeuge kann man in allen Dimensionen bauen. Wir fangen jetzt mal ein Stück kleiner an. Ich habe nämlich einen kleinen Trick gefunden, wie man starten kann, ohne dass man den mal eins hochsetzen muss. Das geht zumindest bei Hubschraubern so. Ich habe hier nämlich einen kleinen Blackhawk gebaut, ich hatte Langeweile gehabt. Ja, und ich habe herausgefunden, wenn du das auf so einen Block stellst, dann musst du es nicht immer hochheben. Kam beim Flugzeug leider jeder Hilfe zu spät. So.
Wir gehen da jetzt einfach. Ich zeige euch das Ganze jetzt nur am Black Hawk. Da ich mein Flugzeug nicht unnötig da belasten will. / Airship. Da seht ihr jetzt die ganzen Befehle wieder. Pilot. So. Und / Airship. Airship. Info. Jetzt habe ich jetzt noch 149 Blöcke. Jetzt regen wir mal aus. Ihr seht, das sieht richtig realistisch aus. Ja, also. Jetzt haben wir Flight Requirement 60% auf Full. 52, ja. Und um zu starten, müsst ihr einfach nach oben klicken. So. Ihr seht, wir steigen. Huch. So. Und ich mache uns mal wieder Tag. Wir können jetzt hier mal kurz rausgucken. Und wir sind oben. Das könnt ihr jetzt einfach so 1, 2, 3, 4, 5. Genau, dann könnt ihr nach hinten so. Wo ist das? 2, 3, 4, 6. So. Jetzt sind wir hier einfach. Und können das genauso wieder runtergehen. Oh. So, jetzt probieren wir das Ganze mal einfach wieder zu landen. Und wir sind unten. So. Ist wieder gelandet. Wir verlassen das Ding jetzt. Und es funktioniert. Heißt, ihr könnt nach oben fliegen. Dann müsst ihr mit dem Stick einfach nach oben machen. Nach rechts und dann halt dasselbe mit Turn. Das Ganze kann man jetzt natürlich / Warp Airbus, das kann man Ganze auch mal ein bisschen übertreiben. Das haben ein paar Kumpels und ich jetzt gemacht. Und zwar, wir hatten Langeweile und ja, das ist dabei rausgekommen. Ein A380 auf unserem Server. Ja, das tut mir leid, wir haben den jetzt hier reinkopiert gehabt. Ja, da ist uns ein kleiner Fehler passiert gewesen und ja. Aber ich denke, das Kunstwerk spricht für sich. Ich werde das dann im Laufe des Tages dann nochmal woanders hin kopieren. Oder halt im Laufe der Woche. Unser Server ist schon nämlich relativ weit. Das Ding werden wir nie starten werden. Da das einfach viel zu gigantisch ist, der Server würde abschmieren, wenn wir allein einmal nach vorne gehen. Weil, also, ich kann das kurz mal erklären. Das Ding hat über 2 Millionen Blöcke. Ich kann das ganze Ding auch mal von innen schnell zeigen, den A380. Ja. Und wenn wir den jetzt einfach kopieren, also wenn wir damit jetzt nach vorne, obwohl wir können es eigentlich mal probieren. Ich möchte mal wissen, ob ich hoch kann. Das interessiert mich jetzt auch nochmal wirklich. Na. So, jetzt sind wir drinnen. Ihr seht, das ist hier die First Class. Hier ist das Cockpit. Und jetzt machen wir mal Airship Pilot. Airship won't go any further. Das bedeutet nämlich, dass das Airship nämlich, das kann ich euch nämlich gleich mal zeigen, dass das Airship nämlich mit dem Boden verbunden ist, ja. Und das wäre sowieso viel zu groß, weil wir maximal, ich glaube, 100.000 Blöcke habe ich beim Flugzeug gemacht. Und das Ding hat über 1 Million. Ich glaube, das 2,5 Millionen hat das Ding. Und es würde viel zu lange dauern. So, okay, das wäre es so eigentlich soweit von dem Ding. Und jetzt machen wir / Warp. Boater habe ich nämlich das letzte Stück vorbereitet für uns. Obwohl, nee, wir müssen nochmal zum / Warp. Mall, es tut mir jetzt leid, dass wir zum Mall müssen. Ich hasse es immer, dass man sein Game auch geändert kriegt. Ja, das ist eine Mall, die wir hier gemacht haben. Ja, wir hatten Langeweile. Also nein, wir hatten eigentlich keine Langeweile. Das war alles geplant, auf dem Server zu machen. Ich bin Admin hier. Also mir gehört eigentlich der Server soweit auch mit dem anderen Kumpel. Solange wir hinfliegen können, kann ich ja zeigen, dass die verbotene Stadt, an der wir gerade arbeiten. Da dürfen halt nur VIPs und so rein. Ja, und da ist der kleine, das ist halt nur so ein Mini-Airport, wir bauen natürlich einen größeren, das ist einfach nur der Privatflughafen von der verbotenen Stadt. Nein, wir bauen jetzt nicht die wirklich verbotene Stadt nach, wir sind nicht so irre. Und da würdet ihr auch diese ganzen chinesischen Häuser sehen und ich hasse, also der chinesische Baustil sieht gut aus, aber ich kann ihn einfach nicht. Das ist mein Problem. Tut mir leid, wenn ich ins Mikro puste. Ja, gut, dann Eisenblock. Da ist der Eisenblock. So. Und da hätten wir das Stick. So. Dann stelle ich mich mal hier hinten hin und / UFO. Ja, es gibt nämlich auch UFOs. / UFO Pilot. Ja, bist ja auch ein Pilot. Enough Glowstone to make this UFO to need. Ja, das ist nämlich, das wollte ich nämlich auch nochmal zeigen. Ich wusste das jetzt mit dem Glowstone. Ihr braucht nämlich immer bestimmte Sachen für so ein Ding. Und zwar zum Beispiel für das Ding jetzt Glowstone oder für so ein Flugzeug Wolle. Oder für den Bohrer mindestens einen Diamanten. Das werdet ihr sehen, wenn ihr so ein Ding baut. Und da kommt dann diese Meldung. Ja, ich mache das jetzt schnell mal so.
Und dann gebe ich den Befehl nochmal ein und da geht's jetzt nämlich. So, jetzt können wir das Ding starten. Es geht auch relativ schnell. Ihr seht, wir gehen hoch. Wir gehen nicht so schnell hoch, da ich das nämlich nicht umgestellt hatte. Denn man kann den Speed von Sachen... Ja, das sind Häuser, die wir gebaut haben. Das ist jetzt auch nicht wichtig. Wie gesagt, da kommt noch so ein Trailer. Also nicht Trailer, sondern Let's Show einfach. Ja, das ist eigentlich alles, was man dazu wissen muss. Also hier praktisch mit dem UFO kannst du hin und her fliegen. Wir setzen das am besten mal jetzt da auf meinem kleinen... Das ist so ein kleiner Hangar, den ich mir mal gebaut hatte. Da fliegen wir jetzt mal. Ich guck das Ganze, ich probiere das Ganze mal in Race Minimap aus. So, jetzt gehen wir mal da runter. So, fertig sind wir. So, dann gehen wir mal wieder raus und setzen da das Glowstone. Machen wir auch wieder Tag. So, das war eigentlich das UFO. Das Airship, Train, Bus und Bohrer haben wir jetzt. Und jetzt gehen wir zum letzten Teil. Es gibt noch einen Bomber, aber dazu habe ich nun wirklich nichts gefunden. Also, da habe ich keine Ahnung, wie man den baut. Das ist momentan das Problem. So. Und ja, daran arbeite ich dann, wie gesagt, noch. Ja, jetzt hätten wir hier zum Beispiel das Boat. Boat. Ja, ich finde den Waterschilder so. Den Waterschilder so hammer. Sieht so real life aus. Na egal. Also, jetzt geben wir ein Slash Boat. Ja, das war jetzt ein Name. Da müssen wir Slash Boat Sail, sprich, das heißt auf Deutsch Boot mit dem Boot segeln. Slash Boat Info, das mache ich jetzt auch mal. Jetzt mal. Jetzt bei UFO habe ich es vergessen. Jetzt haben wir zum Beispiel 819 von 10.000 Blocks benutzt. Jetzt müssen wir natürlich, haben wir ein Problem. Wir müssen mit dem, also ich muss mal gucken, ob wir das jetzt hier haben. Ne, wir müssen da jetzt erst abdocken. Und jetzt müssen wir raus hier. Das Ganze werde ich dann nochmal richtig abdocken. War. Vor allem das Schöne ist, das Wasser regeneriert sich dahinter auch. Das ist das Gute. Ja, das Problem ist natürlich, wenn man jetzt das hier so hat und nicht auf den freien Ozean will. Also ich drehe das dann nicht so wirklich, weil da ist dann gleich so ein freies Stück. Ich fahre das Boot jetzt einfach nur ein Stück, damit ihr mal sehen könnt, wie das funktioniert. Da könnt ihr natürlich slash boat turn right eingeben. Boat turn right. Ja, irgendwie gerade. Doch, jetzt wollte es. Das ist immer das Problem da dran. Ich weiß, ich hasse es auch, aber naja, gut, das kann man nicht ändern. Jetzt machen wir natürlich, warte, jetzt gehen wir erst, jetzt sind wir schlau, wir gehen in die Mitte. Slash boat. Turn left. So, sehr schön. Jetzt kann man das dann natürlich wieder ranfahren. Mache ich jetzt natürlich nicht. Das war jetzt einfach nochmal ein schneller Test. Und dort haben wir das eigentliche Highlight, was für mich richtig witzig war, und zwar ein U-Boot. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt meine Eltern gerade hört. Das tut mir sehr leid. Ja, wenn es jetzt reinkommt, dann kann es sein, dass ich mal... You released the hell. Ja, es kann sein, dass ich dann mal einen kurzen Cut machen muss. Mal sehen. Ich hoffe es jetzt nicht. Ja, mein kleines U-Boot. Wir machen, setzen da jetzt noch graue Wolle drauf. So, ich habe das jetzt mal entschlossen. Das Spawn ist grau. Und es tut mir leid, wenn ich wieder so leise rede. Manche haben mich angesprochen, ich soll lauter reden. Oder weil ihr Ton nicht lauter stellen könnt. Water. Hm, wer hätte das gedacht? Slash Submarine. Ja, das ist alles auf Englisch. Slash Submarine Dive. Wer hätte das gedacht? Und jetzt machen wir das Ganze nochmal mit der Info. 140 Blocks, na, ist doch gut. Ja, wir tauchen jetzt. Wir tauchen. Wer das mir nicht glaubt, ich back hier gerade. Ja, ich habe hier gerade rumgebackt. Das ist alles noch ein bisschen buggy. Sieht auch genauso von außen aus. Ihr seht, jetzt hier tropft es überall runter. Wir sind, ja, ich sehe das jetzt alles durch meinen Shader, deswegen nicht wundern. Wir sind schon unter Wasser, ein paar Blöcke. Oder? Nee. Oh, wir sind schon oben. Man kann nämlich nicht in die Luft, das finde ich mir sehr schade. Ich gucke, ich rangiere das Ding jetzt mal direkt ein. So, und dann können wir jetzt auch schon wieder direkt eigentlich wieder raus. Das waren jetzt eigentlich soweit alle Sachen, die ihr wissen müsst. Ich kann dem jetzt noch einen Namen geben, damit der Slash Submarine. Oh, muss ich mir aber nochmal den... Ja, ich weiß, tut mir leid, dass ich mir die ganzen Befehle nicht merke, aber das ist einfach zu viel, ne? Set Name. Ach, ich komme irgendwie mit meinen Tasten nicht so richtig klar. Nehmen wir das jetzt einfach U-Boot. Boot. So, Submarine Name Set About.
Ja, ich weiß, das ist jetzt irgendwie ein bisschen sinnlos, aber naja. Jetzt machen wir slash submarine remote. Jetzt machen wir mal. Ach ja, warte. Ja, jetzt können wir das nämlich steuern. Das zeige ich, seht ihr ja gerade nochmal. Indem wir zum Beispiel jetzt. Ja, ich bewege das jetzt, obwohl ich gar nicht drin bin. Das finde ich auch ganz cool. Zum Beispiel, wenn jetzt einer sagt, okay, komm, könnt ihr mich mal dorthin bringen. Du hast aber kein Wort. Warte, jetzt slash submarine release. Ja, zum Beispiel, wenn er jetzt sagt, okay, könnt ihr euch jetzt, könnt ihr das jetzt mal nach da hinten bringen, ohne dass ihr Bock habt, so rumzubacken oder damit den Überblick behaltet, wo ihr überhaupt ihr hinfahrt, weil durch diese kleinen Fenster könnt ihr nicht viel sehen. Dann sagt ihr euch einfach, okay, komm, wir stellen uns draußen hin und bringen die darüber. Ist nicht die angenehmste Wort zu fahren, aber es ist eigentlich nur so ein Plugin, was Spaß macht. Es ist einfach nur so ein Spaß-Plugin. Ich mache jetzt hier mal wieder Time Day. Das sieht so geil. Ah, da ist die Sonne. Das sieht so geil aus, wenn die Sonne aufgeht, so über dem Wasser. Ja, okay, das war's eigentlich soweit schon von dem ganzen Plugin. Vorgestellt habe ich das Auto, den Zug. Ja, okay, jetzt höre ich auch so zu reden, den Bohrer, das, ja, das UFO und das Flugzeug, das Boot und das U-Boot. Ja, mehr gibt es eigentlich dazu auch nicht zu sagen. Ich bin nämlich der Erste, der überhaupt so viel vorstellt. Die anderen haben, soweit ich weiß, immer nur das Auto, das Flugzeug und das Boot vorgestellt, mehr nicht. Und das andere finde ich auch noch ganz interessant, weil mit einem zum Beispiel tauchen kann oder mit dem Bohrer, wo man was abbauen kann. Das ist eigentlich nur so Spaßsachen, sind nicht unbedingt nötig. Aber ich fand sie nochmal ganz witzig zum Erklären. Zum Beispiel gibt es auch slash Bomber. Da verstehe ich aber nicht so richtig, wie das Ganze funktionieren soll, das Prinzip. Ich informiere mich deswegen nochmal. Zur Not mache ich halt nochmal ein Ergänzungsvideo, pack das in die Beschreibung, wie ihr das Ganze machen müsst. Sonst gibt es eigentlich dazu nicht mehr zu sagen, ja, das wurde gerade alles gespeichert. Slash Warp. Ja, das war's eigentlich soweit schon. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Jetzt sind wir gerade wieder beim Spawn bei mir. Und ja. Wir sehen uns beim nächsten Plugin-Tutorial. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ihr irgendwelche Fragen oder Probleme habt, schreibt es in die Kommentare oder schreibt mir eine private Nachricht. Und wegen dem Server, ja, da habe ich auch schon ein paar angefragt, was nun damit wird, wann er nun endlich online kommt. Der wird höchstwahrscheinlich in circa einer Woche spätestens online sein. Spätestens, aller spätestens, ja. Also, wir haben halt noch ein paar Projekte wie ein Casino oder ein. Also ein Freund von uns, der baut gerade die Allianz Arena, die ich außerdem gerade nicht finde, weil er die, ach da ist sie anscheinend. Ja, die sieht noch etwas chaotisch gerade aus, die wird dann noch besser. Also er hat schon eine Menge gemacht, das finde ich schon richtig toll, dass er es soweit schon ist. Okay, das war's soweit vom Tutorial. Wir sehen uns beim nächsten und damit ciao.